So, Ali, hallo, hallo, weiter geht's. Ich muss da jetzt in die Tür rein, damit ich mich mit Sophia unterhalten darf. Und davon starten. Und rein. Salute! Ich bin zwei Büchern auf der Spur. Eines nahe Topkapi und das andere im Bayezid-Bezirk. Bayezid zuerst. Topkapi ist eine Sackgasse. Ah, oh, sieh. Was haltet ihr davon? Oh, Ezio. Incredibile. Frühe koptische Bindung. Noch gut erhalten. Erstaunlich. Das scheint eine Abschrift aus dem 3. Jahrhundert zu sein. Sophia, was ist hier geschehen? Ach, das passiert ein-, zweimal pro Jahr. Leute brechen ein und hoffen, hier Geld zu finden. Ich habe nicht viel hier, aber dieses Mal haben sie ein wertvolles Gemälde erbeutet. Eine Schande. Arbeitet weit, ich werde euer Gemälde finden. Ezio, der Dieb ist längst über alle Berge. Wenn der Dieb Geld suchte und das Gemälde nahm, dann ist er noch in der Nähe, um es loszuwerden. Nun, falls ihr es innerhalb der nächsten Stunden findet, trefft mich am Aquädukt. Ich habe dort zu tun. Ja, Porträt einer Dame. Jemand ist in Sophias Geschäft eingebrochen und hat ein recht wertvolles Gemälde gestohlen. Beschaffen Sie das Gemälde zurück, während sie weiterarbeitet. Ja, ohne vom Händler gesehen werden bedeutet volle Synchron. Damit los, los, los. So, erstmal jetzt den Dieb auf dem Bazar. Erstmal identifizieren. Das kriege ich hoffentlich hin. Ach, eigentlich bestimmt. Haben wir hier nicht irgendwie ein Fenster, was hier offen ist? Wahrscheinlich hier nicht. Okay, gut. Also das heißt, ich muss da richtig rein. Ja. Mal gucken, dass ich eine Pose finde. Davon werden mich nicht entdeckt. Ich kann nur einen kleinen Beitrag leisten. Aber ich bilde mir gern ein, es ist ein nützlicher. Da ich nun nicht mehr unter dem Hausarrest der Byzantiner stehe, konnte ich mein Geschäft wieder eröffnen. Und meine Dienste sind schon wieder sehr gefragt. Gestehe! Ich habe nichts getan. Ihr könnt mir nichts beweisen. Das muss ich auch nicht. Ich verprügle dich einfach, bis du redest. Ich fand das Gemälde. Ich meine, jemand schenkte es mir. Denk besser gut nach, bevor du mir ins Gesicht lügst. Mir ist egal, wie du an das Gemälde kamst. Sag mir nur, wo es ist. Ich gab es einem Händler auf dem Bazar. Wovon soll ich sonst leben? Nächstes Mal finde einen anderen Weg, Kanaria. Ein Assassine! So. Den Händler jetzt hin. Ich habe ein Gemälde zu verkaufen, falls ihr Interesse habt. Ein leuchtendes Porträt. Seht, wie lebendig sie aussieht. Ihre Schönheit ist unverkennbar. Wie? Einfach nur kaufen? Und ich wollte ihn jetzt gerade so schön vermobben. Aber okay. Nee, Kohle habe ich eh nicht. Kann ich mir alles sparen. Sprich, umbauen oder so. Kann ich eh nicht. Dann mal auf zum Aquädukt. Oh, falsch abgebogen. Eigentlich auch nicht. Denn die Gute wartet ja hier.
Das ist so ungewöhnlich. Es ist gut getroffen, findet ihr nicht? Das Original ist mir lieber. Buffone. Es war ein Geschenk meines Vaters zu meinem 28. Geburtstag. Ich musste eine Woche für Albrecht Dürer Modell sitzen. Könnt ihr das glauben? Ich 7 Tage still sitzen, ohne etwas zu tun? Kann ich nicht. Una tortura. Also, ich habe euch ein weiteres Buch gefunden. Und es ist nicht weit von hier entfernt. Grazie. Ezio, worum geht es überhaupt? Ihr seid kein Gelehrter, so viel ist klar. Arbeitet ihr für die Kirche? Nicht die Kirche, nein. Doch ich bin ein Lehrer, sozusagen. Eines Tages erkläre ich es euch, Sophia. Wenn ich kann. Jupp. Checkpoint wieder erreicht. Ohne vom Händler gesehen zu werden. Naja, okay, hätte ich nicht bezahlen müssen. Ich depp. Egal, ich hab's bezahlt. Ich bin ja halbwegs ehrlich. So, mal gucken, wo wir jetzt hin können. Ja, das nächste Ding wäre hier, ne? Auf dahin. Auf, geschwind wie der Wind. Würde ich mal sagen. Ich habe ja gleich 2 Bücher so gesehen hier zur Bearbeitung gegeben. Ja. Ich bin mal wieder falsch abgebogen. Ich Tobi. Ach ja, so ist das, wenn man die Wege nicht kennt. So, jetzt hier lang. Jeder, der den Aufenthaltsort von Ach mit dem Schuster und seiner Familie kennt, soll sich sofort bei den Byzantinern melden. Das sieht gefährlich aus. Vielleicht nochmal hier. Ich bin eine Maus. So, die gute Dame muss hier irgendwo stehen. Kommen wir denn ganz in die Nähe her? Natürlich alles hier auf der anderen Seite. Ihr müsst mir helfen! Ohne eure Großzügigkeit bin ich verloren! Sind Scharmützel und zögerliche Angriffe mehr, in den Dirnen ausgebrochen. Mehr, wir wollen immer mehr Uniformen für dasselbe Geld. Und wenn es ans Zahlen geht, heißt es immer nur Wir tun unser Bestes. Das ist nicht gut. In einer relativ kurzen Zeit haben die Bewahrer viel getan, um unsere Sicherheit und unser Glück zu vermehren und den Idealen unseres großen Erbes zu entsprechen. Unterstützt sie weiter, moralisch und finanziell, um ein weiteres goldenes Zeitalter. Verzeiht, ich muss nur meine Medizin vergessen haben. Trotz der kürzlichen Erfolge in laufenden Kämpfen mit den Bewahren von Byzanz, bittet die Stadtwache alle Bürger um ihre Mithilfe. Alle Informationen zu der Sekte und ihren Mitgliedern können sich als nützlich erweisen. Seid diese Stadt. Betrunken. Da oben muss ich hin. Warum auch immer. Und andere Freiwillige, die sich den Truppen der Bewahrer von Byzanz anschließen wollen. Und dann habe ich hier noch so ein Datenfragment auch nochmal gefunden. Und dann soll ich jetzt hier hin. Und starten. So, ich darf ein weiteres Buch finden. Und zwar in der Nähe des Valens-Aquaducts. Das Hinweise wieder zu einem weiteren Massiv-Schlüssel enthält. Genau, Polo-Symbole. Da oben muss ich hier hin. Okay, hey. Damit kann ich das Besuch in Besitz nehmen. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das hier kein Aussichtspunkt?
Warum? Hm? Hätte man das nicht machen können? Das ist gut hier. Da mal schnell hin. Warum? Ach egal, ich will es gar nicht wissen. Wieder ein Büchlein gefunden. Da muss ich nur noch die Schlüssel finden dazu. Zwei habe ich ja schon. Der Flöte von Neander. Forum Bovis freigeschaltet. Okay. Ja, dann mal los hier. Ab hier zurücklaufen. Lauf. Ist das nicht gefährlich? Nee, das war nicht gefährlich. Oh Gott. Restaurierungsprojekte in der Stadt. Wenn das gefährlich wäre, dann hätte ich das nicht gemacht. So, und wir dürfen ja jetzt hier irgendwo hin. Oh Gott, ich bin davon voll vorbeigelaufen. Oh, hier ist noch so eine Truhe. Aufmachen. Habe ich die? Dann nehme ich die auch noch mit. So, danke. Muss ich hin? So, dann mal hinein in die gute Stube. Der nächste Schlüssel wartet. So, dele. Hast du gefunden? Einen Schlüssel? Irgendeine Art Tür, doch sie ist fest zugemauert. Ah, vielversprechend. Der erste Schlüssel lag hinter einer ähnlichen Tür. Ist das so? Und wie öffnet man diese Tür? Überhaupt nicht. Es war das Erdbeben. Iperocha. Aber wir haben nur ein paar Fässer Schießpulver. Das sollte reichen. Und tut es das nicht? Holen wir mehr. Ja, der Assassine! Los! So, jetzt geht's los. Ein Hinweis der Polo-Brüder führte Ezio zum Forum Bovis. Leider sind die Templer auch schon dort und suchen. Ich darf keine Gesundheit verlieren für volle Synchro. Ihr kommt hier nicht lebend raus! Nein, er ist hier irgendwo.
Assassine! Warum bin ich da reingesprungen? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich weiß, warum ich reingesprungen bin. Ich habe den Weg nicht gewusst. Oh, ich habe gedacht, ich muss da gerade rein. So. Zack. Rein hier, zack, da, da, weiter. Er ist hinter uns! Ja, ich hatte euch. Was habt ihr gedacht? Den Irren darf man nie unterschätzen. Durchfahren müssen, ich hätte da reinspringen müssen, ne? Bestimmt. Das kannst du nochmal machen. Oh, ich glaub's nicht, ey. Okay. Also zum dritten Mal. Also habe ich doch gar nicht so gut gemerkt, dass ich da reinspringen muss. Er ist hinter uns! Irren darf man nie unterschätzen. Dabei. Muss da, glaube ich, reinspringen, ne? In das Boot. Das habe ich nicht gesehen.
das gar nicht gesehen. Das Seil habe ich nicht gesehen. Unglaublich. Unbelievable. So, die ganze Bude brennt hier. Das habe ich jetzt schon fast wieder vermutet. Und dann mal hinein in die gute Stube. Falls ich mich nicht irre, das ist der dritte Schlüssel, den ich besitze. Yes, baby. Noch nicht mal Gesundheit verloren. Ja, ist klar. Bin ja eigentlich auch gleich gestorben. Im dritten Anlauf geschafft. Dass ich die Seil da nicht gesehen habe. Diese Rutsche. Echt unglaublich. Ich habe es mir eigentlich gedacht bei dem Haken. Ja. Also bei diesem Holzgestell. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, das war schon wieder eine Folge von mir. Ich hoffe mal, es hat euch wieder gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht. Mit Kommentare, Like und Abo. Und in diesem Sinne. Sehr geschickt. Vergesst nicht, die Glocke anzumachen, natürlich. Ne? Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal. Und bis denne.